Ihr Lieben, ich habe heute ganz tolle Post von der Birgit gekriegt. Mal von den kleinen Tüchern und Söckchen abgesehen, aber für mich eine mega coole Handtasche. Zeige euch gleich. Zuerst mit Fach extra für meine Spritze und alles. Und ganz coole Söckchen für mich. Kiek mal so schöne Sachen, ja, mit. Oh ja. Schnulli, ich liebe Schnulli, ein kleiner Elch. Hab mir Elch gekriegt. Ja, wir brauchen ja auch ein Schnullihaus. Ja. Und ein Wichtel. Ich hab den dazu in groß, das fetzt. Ja. Yeah. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dieser mega coolen Handtasche. Kickt euch das mal an. Erstmal schon die schönen Blümchen, alles in meiner Farbe. Dann sind meine Buchstaben da dran. Fängt auch cool. Wie man solche Noppen macht, ist mir völlig unklar. Aber mir ist der Häkeln an sich unklar. Ich kann so ganz minimal. Aber sowas? Ne! Das ist so fetzig. Überall entdecke ich so kleine Sachen dran. Die fetzt, oder? Die fetzt! Und da innen drin ist noch eine extra Tasche. Seht ihr? Und die ist so schön. Ich hatte immer so eine kleine, aber die hat mir nicht gereicht. Ich brauchte was, was ein bisschen größer ist. Nicht hatte. Du hattest, hast die immer noch. Ja, ich habe viele Taschen. Frauen brauchen Taschen, mein Lieber. Stimmt's? Ja. Ja, kann ich die auch schön zumachen. Guck mal. So, mit einer Hand macht sich der doof. Ich finde die mega schön, ehrlich. Vor allem auch die häkelte Band hat sie genau in meiner Größe. Ich habe ja gesagt, es war von ihrer Größe. Aber leider ist sie größer als ich. Und trotzdem hat sie den gekriegt. Hätte sie ja bloß ein Zwerg auf der Straße suchen brauchen. Alle sind größer als du. Mann, ja nicht. Stimmt nicht. So schöne. Und dann, hehehehe, ein paar Socken. Wartet. Mal damit meine Bähnchen nicht frieren. Ja. Und mit Noppen, damit ich bei uns auf dem Laminat rennen kann. Sehr schön. Sehr schön. Und dann hat sie ganz, ganz viele kleine Söckchen und Handschüchen und fürs Ich was alles gemacht. Die gebe ich Gela mit. Hab vielen lieben Dank, Birgit, für die wunderschönen Sachen. Meine Handtasche weg mit Stolz tragen. Kannst du glauben. Ich muss euch das mal zeigen. Kickt doch mal, was das für kleine Söckchen sind. Nein, die sind nicht für mich. Doch, sie hat sie nur deine Füße ausgemessen. Sind die süß? Wie kann man sowas kleines machen? Ist das niedlich? Das frage ich mich auch immer, wie man sowas kleines wie dich machen kann. Und wenn sie ganz kleine süße Handschuhe hat sie auch gemacht. Kickt mal. Die werden dann nur noch mal zu groß sein für dich. Oh nein, nein. Gar keinen Fall.